Ja, ich wollte in diesem Video ein wenig etwas zeigen, und zwar, wie ich auf einer Welt, die ja, eine, in diesem Fall so eine Art Welt sein soll zum Lernen oder zum Erklären von Mesekons, wie man da die Leute, die Besucher, die jetzt keine Admins sind, da auf der Welt hält, beziehungsweise auf diesen Wegen hier genauer gesagt, und damit verhindert, dass sie ja, den Weg verlassen, den Bereich, den ich dann auch noch sichern werde und dann eben woanders was kaputt machen. Sie sollen sich aber hier bewegen. Und jetzt ist natürlich eine einfache Möglichkeit, dass man sagt, so, ich nehme einfach hier so ein paar Glasblöcke, ja, man kann natürlich auch, das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön, weil man halt sieht, dass man eingeschlossen ist. Man könnte durchaus auch natürlich klare Blöcke nehmen, aber trotzdem, man hat so das Gefühl, dass man eingesperrt ist. So, und wenn ich jetzt mal gerade hier den Weg ein bisschen weitergehe, dann sieht das jetzt hier anders aus. Ja, also man hat das Gefühl, als ob man da eigentlich ja, einen schönen Ausblick hat. Tatsächlich, wenn ich versuche, hier rüber zu klettern und nach vorne drücke, wie man hier an an meiner Tastenanzeige sieht, ich komme nicht nach vorne. Warum ist das so? Naja, hier ist ein Block, den ich nicht sehen kann und der auch nicht erfasst werden kann. Ein kleiner Nachteil von diesem Block ist, dass ich hier dann dadurch auch durchgreifen kann. Also in diesem Fall kann ich also zum Beispiel was abbauen. Ich kann aber selber nicht durch. Das heißt, selbst wenn man hier so einen undurchsichtigen Block nimmt und da dann quasi nicht durch kann, so ist es doch problematisch. Man muss also diesen Bereich schon auch sichern, damit eben zum Beispiel dann irgendwelche Sachen wie die Sträucher nicht abgebaut werden, wodurch dann eine Lücke sich ergäbe. So, wie macht man das denn? Das Problem ist hier so ein, wenn ich so einen Block setze, der eigentlich unsichtbar ist, dann kann ich nicht sagen, ich baue auf diesen Block drauf. Ich kann nämlich auch hier jetzt zum Beispiel nicht bauen, obwohl ich da klicke. Hier kann ich bauen und hier drauf kann ich auch bauen, aber eben nicht da, wo die anderen Blöcke sind. Also das ist auch so ein Zeichen, dass da eben irgendetwas ist, was mich aber verhindern lässt, dass ich da baue. Und deshalb halte ich es sinnvoller, dass wenn man sich so einen Käfig, so eine Art Käfig machen will, der aber nicht sichtbar ist, dass man sich vielleicht das Ganze erstmal mit Hilfe von einem Block baut. Also in diesem Fall, dass ich hier jetzt Glas genommen habe. Und ich habe das so gemacht, dass ich im Prinzip mit Hilfe von World Edit einfach alles ersetzt habe, was Luft ist, und Luft wurde dann eben durch Glas ersetzt, und so kann ich dann relativ schnell eine Mauer ersetzen, ohne dass ich zum Beispiel hier Lücken erzeuge. Also ich hätte natürlich sagen können, von da oben bis da vorne mach einfach eine Glaswand, aber dann wäre überall so eine Lücke in der Landschaft drin, und das möchte ich eben auch nicht haben. Und so ersetze ich jetzt oder baue ich hier quasi so eine Glaswand und ersetze das Ganze dann einfach mit diesen unsichtbaren Blöcken, die ich aus den Mod Map Tools habe. Zunächst mal muss ich meinen Bereich markieren. Ich nutze dazu hier diesen World Edit Wand, also diesen Zauberstab. Und wenn ich das No Clip aktiviert habe, mache ich jetzt gerade mal, während ich nicht fliege. Ups, Moment. Wenn ich das H jetzt aktiviere, dann kann ich hier drauf hüpfen und komme dann auch durch die Wand theoretisch durch. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ach so, Moment. Ja, okay. Also normalerweise komme ich durch diese unsichtbaren Dinge auch durch. Warum das jetzt gerade nicht funktioniert hat, wollen wir mal gucken. So, und jetzt will ich mal diesen Bereich hier quasi umwandeln. Und zwar nehme ich dann quasi dieses Glas. Das habe ich auch deshalb genommen, weil es einen sehr kurzen Namen hat, weil ich muss nicht, wie in der zweiten Zeile da oben zu sehen ist, Default Glas nehmen, sondern kann einfach Glas schreiben und markiere den Bereich ein bisschen größer. Lieber zu viel, als dass dann irgendwie was übrig bleibt, wo man dann vielleicht nachjustieren muss. Und fliege mal hier drüben hin an die Ecke. Also von der einen unteren Ecke zur anderen oben. Und dann ist dieser Bereich ja markiert,
die hier zu sehen ist. Und jetzt nutze ich also einen WorldEdit-Befehl, replace. Also replace, und ich ersetze Class durch, jetzt kommt eben der Name des speziellen Blocks, und die habe ich hier mir notiert, beziehungsweise das ist hier im Wiki, und das ist hier zum Beispiel der Player Clip. Dieser Player Clip Block, der ist also unzerstörbar und wird auch eben nicht vom Mauszeiger erfasst. Wir können uns auch mal angucken, was der Unterschied dazu ist bei diesem Full Clip. Der ist zwar auch undurchsichtbar, undurchsichtig, also nicht sichtbar, wird aber vom Mauszeiger erfasst und man merkt dann eben schon, dass was ist. Also Player Clip, das ist der Name des Blockes, der im MyTest Wiki sind also die Namen hier vorne angegeben. Und jetzt hole ich mir gerade noch einen Befehl. Und dann nehme ich also Player Clip und ersetze das. So, und jetzt ist es scheinbar weg, aber hier steht wurde replaced, also ersetzt. Und wenn ich jetzt mal gerade hier nicht mehr fliege und da drauf gehe, dann merke ich, dass ich da also nicht mehr durchkomme. Ne? Das sind also jetzt hier, wo früher die Glassteine sind oder waren, sind jetzt die, ist dieser unsichtbare Block. Das ist jetzt zum Beispiel auch hier der Fall. Das heißt, ich kann dem verhindern, dass die Besucher da irgendwie rübergehen und was machen. Ich muss es halt eben, wie gesagt, noch sichern. So, als kleine Ergänzung jetzt noch, möchte ich gerade mal zeigen, wie man das machen kann. Also so eine kleine Einführung in WorldEdit. Und dazu gehe ich mal auf die Brücke hier. Diese Brücke, da sieht man da drüben schon noch ein bisschen Glas. Ich habe im Prinzip hier die linke Seite schon ersetzt und habe hier, beziehungsweise ich habe es nicht ersetzt, sondern ich habe hier eben so eine unsichtbare Wand gebaut. Hier drüben ist es aber noch nicht der Fall. Also da kann ich noch runterspringen. Und das möchte ich eben gerne verhindern, dass das möglich ist. Und dazu möchte ich im Prinzip oder würde ich eben dann einfach mir Glas bauen. Jetzt ist es ein bisschen umständlich, wenn ich das von Hand mache, aber die WorldEdit-Befehle ermöglichen mir eben das ganz gut zu machen. So, man kann natürlich vorhandene Blöcke nehmen, da ich jetzt hier aber nur eine dünne Wand haben möchte, mache ich das so, dass ich erstmal gucke, dass ich auf der gleichen Höhe bin. Das heißt, ich baue mir jetzt quasi erstmal die Wand hier hoch, beziehungsweise diese eine Seite hoch, dass ich so die richtige Höhe habe hier. So, dann weiß ich, bis wohin ich das baue. Da wird dann quasi oben auch noch das Dach entsprechend erzeugt. Ah, hier kann ich jetzt gerade nicht bauen, weil wohl da also schon diese unsichtbare Wand ist. Ne? Da geht nichts zu bauen. So, und das ist jetzt die Höhe, die ich hier verwende. Das ist ein bisschen zu viel, hat aber im Grunde genommen auch damit zu tun, dass ich da ein bisschen höher gehe. Und das soll, ich möchte da also nicht mehrere Treppen reinbauen, das ist noch umständlicher. So, und jetzt markiere ich mit Hilfe des Zauberstabs erstmal per Linksklick die erste Position. Da ist noch die zweite Position von vorhin gesetzt. Das möchte ich natürlich nicht. Und jetzt baue ich hier unten mal einen Block hin. Und eigentlich sollte es reichen, wenn ich dann die zweite Position hier setze. Ne? Und dann habe ich quasi den Bereich markiert. Der ist jetzt also wirklich nur ein Block breit, in dem mein Glas gesetzt werden soll. Ich möchte gerade mal, nee, hör mal, das geht so nicht. Doch, ich mache gerade noch mal was weg, weil ich möchte zeigen, wie ich also hier quasi da das auch gleich voll machen kann. Nämlich, indem ich hier da unten also das markiere als zweiten Block. Das Problem ist, manchmal kann man da etwas nicht so gut aktivieren, wenn da die Bereich markiert ist. In dem Fall müsste ich nochmal Reset eingeben, um dann zum Beispiel das wegzubekommen. Das ist jetzt Punkt 1. Jetzt muss ich den Punkt 2, den Punkt 1 hier drüben nochmal gerade markieren.
Und dann habe ich wieder das. Es geht aber eben bis hier rüber. Und wenn ich jetzt setze, oder setze da oder set da die Glasblöcke, dann würde ja unten mein Steinblock ersetzt werden. Das möchte nicht. Möchte ich nicht. Und das mache ich eben, indem ich replace, also nutze. Das heißt, ersetze einen bestimmten Blocktyp durch irgendwas anderes. Und dazu gehe ich jetzt mal hier rein. Also replace. So wie eben schon. Und ich sage jetzt replace air, also das ist Luft. Also alle Blöcke, wo Luft ist, sprich kein anderer Stein ist, die ersetze ich durch Glas. Und dann habe ich da eben meine Mauer. Aber trotzdem ist hier darüber, also der Stein hier, der ist noch da, ne? So, ich mache es vielleicht gerade noch ein bisschen anders. Ich möchte, dass die Spieler da durchaus hier hingehen können. Deshalb mache ich da noch ein bisschen frei und hier setze hier noch Blöcke hin. Es muss nicht ganz luftdicht sein, beziehungsweise also Glas oder dicht sein. Hier gerade durchgeflogen. Ich mache gerade noch mal wieder Tag. Ich möchte aber, dass sie eben nicht rauskommen, auch aus Versehen. Ne? Deshalb mache ich hier gerade noch zu. Da, das ist eigentlich auch okay. Und jetzt kann ich wieder das ersetzen, beziehungsweise was mache ich jetzt noch? Ich decke quasi, mache das hier oben noch zu. Und ersetze hier auch Luft durch Glas, dann ist das geschlossen. Also hier an der Seite, da war ja der Bereich, der schon gesichert ist. Da muss ich das eh nicht mehr machen, beziehungsweise da würde auch nichts ersetzt werden, weil da ist ja keine Luft, obwohl es so aussieht, sondern eben dieser unsichtbare Block. So, und jetzt markiere ich das Ganze gerade nochmal. Da gehe ich von. Ja, ich will hier noch im Anschluss ein bisschen Glas lassen, damit ich eben sehe, wo ich gerade bin. Und gehe bis hier unten hin. Und dann haben wir das markiert. Das müsste eigentlich den gesamten Bereich umfassen, der jetzt hier gesichert wird. Nee, das mache ich mal anders. Ich möchte gerne nur bis hier hingehen. Der Grund ist, dass ich immer den Anschluss quasi aus Glas lasse, damit ich weiß, wo ich weiterbauen muss. Sonst muss ich immer rumsuchen und gucken, wo ist und wo ist noch nicht. Okay, das habe ich jetzt soweit markiert. Und jetzt ersetze ich mal das Glas. Allerdings will ich eben nicht Player Clip nehmen, sondern Full Clip. Full Clip bedeutet, dass es also auch vorhanden ist, man es anfassen kann quasi. Und jetzt gehe ich mal gerade hier unten hin, mache das wieder unsichtbar, die Markierung, beziehungsweise setze sie zurück. Und dann sieht man jetzt, dass also ich hier nicht runterfallen kann, dass ich hier auch nicht runterfallen kann, aber man merkt hier, dass da irgendetwas ist, ne? Also ich habe hier jetzt quasi den Bereich markiert, der aber, also das ist ein unsichtbarer Block, aber er ist fassbar. Das wäre zum Beispiel so eine Art Block, die könnte man mit einer Admin-Axt, die hier in diesen Map-Tools auch vorhanden ist, dann auch wieder abbauen, denn er ist ja erfassbar. Der Vorteil von diesem Stein hier ist, dass ich, wenn wir gerade mal hier drüben hingehen, dass ich da eben zum Beispiel nicht durchbauen kann. Ne? Also ich kann das hinten dran nicht abbauen. Das ist eben auch eine praktische Sache. Wenn ich jetzt aber ja eben doch nicht will, dass das zu fassen ist, dann markiere ich wieder den Bereich, wo ich gerade war. Das war, wo war das? Irgendwie hier, ne? Glaube ich, so ungefähr. Und wieder da oben hin. Da kann ich ja dann durchaus auch diese unsichtbaren Blöcke greifen. Und dann ersetze ich eben in diesem Fall das Full Clip durch Player Clip. So, und dann
Wenn ich runtergehe, ist der Block nicht mehr zu fassen. Also das heißt, wenn ich Mauszeiger drauf zeige, ist nicht mehr dieser kleine Rahmen zu sehen. Das ist jetzt nur der Rahmen von der World Edit Markierung, aber der Block selber ist nicht. Und jetzt ist eben wieder auch dieser Nachteil, dass man da durchgreifen kann. Wir das gerade mal hier testen. Ne? Das heißt, ich kann hinten dran etwas abbauen. Also es sind diese zwei Dinge, eine als Vorteil, das andere als Nachteil. Vielleicht gerade noch, was ist, wenn ich das jetzt eigentlich wegbekommen will? Was ich jetzt einfach machen kann, ist natürlich wieder den Bereich großzügig erfassen. Das heißt, ich nehme hier meinen Zauberstab, World Edit Zauberstab und könnte sagen, okay, ich weiß, das ist hier irgendwo in diesem Bereich und da sind irgendwo die Blöcke drin. Wo genau, weiß ich nicht. Aber es reicht mir, das grob zu markieren und dann könnte ich eben natürlich sagen Replace und dann muss ich halt wissen, was es für Steine sind und könnte dann sagen hier Player Clip durch Air, also sprich Luft ersetzen und dann sind die eben gelöscht. Was anderes macht nicht Sinn, weil wenn ich irgendwie was anderes hinsetze, Holz, Stein oder so, dann würde man die ja sehen. Und genau das will ich nicht. Also so könnte man die quasi wieder löschen. Ja. Wo man das Ganze einsetzt, kann sich überlegen, es gibt noch mehr Möglichkeiten, noch andere Blöcke, die man dazu verwenden könnte. Hier Full Clip Face oder man kann eben natürlich auch hier unzerstörbare Steine nehmen. Muss man sich mal anschauen, was Map Tools noch bietet. Mir ging es jetzt hier nur darum, also zu zeigen, wie man mit Hilfe von World Edit und diesem Map Tools, also so Art unsichtbare Grenzen bauen kann. So, jetzt vielleicht mal, um auch gerade zu zeigen, man kann also doch oben drauf lang laufen. Ich laufe jetzt also hier auf meinem unsichtbaren Block, der ist also schon vorhanden, wenn ich das Haar nicht aktiviert habe. Ne? Hier laufe ich jetzt lang und irgendwann ist das zu Ende, dann würde ich runterfallen. Also, das ist vielleicht so auch was wie ein Nachteil, dass man eben da durch kann. Dass man da nicht durch kann. Aber die Admins werden ja wahrscheinlich schon die entsprechende Rechte für NoClip haben. Das ist sicherlich das Wichtigste, dass man dann eben natürlich dann da auch da durch kann, um außerhalb irgendetwas zu machen. Ja, soweit also die Möglichkeiten, die man hier mit Map Tools hat.